بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Heute ist der zweite Tag im Ramadan und ich hoffe, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch an das Fasten erleichtert und vor allem denjenigen Geschwistern, die vielleicht das erste Mal richtig fasten und das erste Mal inshallah Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen mit dieser wichtigen Ibadah. Heute im zweiten Video geht es inshallah um das Fasten. Und das Fasten ist sozusagen ein Grundbaustein von Ramadan, wie ihr alle wisst, und eins der fünf Säulen des Islams, wie Allah subhanahu wa ta'ala es sagt, wie der Prophet alayhi salatu wassalam es sagt, dass der Islam auf fünf aufgebaut ist. Der Shahada, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad alayhi salatu wassalam sein Gesandter ist und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten und das Fasten und die Pilgerfahrt. Hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, jede Tat, die der Sohn Adams macht, ist für ihn selbst, außer das Fasten. Das Fasten ist für mich, subhanallah. Das Fasten ist für mich und ich belohne es so, wie ich es möchte. Und der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, derjenige, der Ramadan mit Ikhlas sozusagen betet und fastet, im Beten und Fasten verbringt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm seine Sünden vergeben. Und es gibt sehr viele Beweise dafür, dass das Fasten eine große Ibadah ist und eine sehr wichtige Ibadah und eine Ibadah, die sehr viel Lohn mit sich bringt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Fasten verpflichtend gemacht für die Muslime. Und wer dieses Fasten leugnet und sagt, dieses Fasten ist keine Pflicht oder ähnlichem, der ist ein Ungläubiger mit Konsens der Gelehrten. Deswegen, dieses Fasten ist definitiv Pflicht und jeder Muslim muss dieses tun, außer der Kranke, der Reisende und die Frau, die aufgrund ihrer Monatsblutung verhindert ist. Und natürlich das kleine Kind oder der alte Mann, alte Frau, die dies nicht mehr können aufgrund von Schwäche. Deswegen ist es sehr wichtig. Aber jetzt die Frage, was wichtiger ist und was vielleicht nicht alle wissen. Warum ist das Fastenpflicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O die ihr glaubt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, damit es euch die Gottesfurcht mehrt. Die erste Frage hier, haben die Umam, also haben die Völker vor dem Volk von Muhammad a.s.w. gefastet? Ja, sie hatten ein Fasten, auch wenn es etwas anders war als unser Fasten. Die zweite Sache, hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was die Weisheit hinter dem Fasten ist. Die Weisheit hinter dem Fasten ist, dass es die Gottesfurcht erhöht. So wie der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, O ihr Jugendlichen, wer von euch heiraten kann, der soll es tun. Und wer es nicht schafft oder nicht dazu in der Lage ist, der soll fasten. Warum? Weil das ein Schutz für ihn ist. Ein Schutz vor den Sünden, ein Schutz vor den schlechten Gedanken und so weiter und den schlechten Taten. Deswegen, das Fasten ist ein Schutz und das Fasten erhöht die Gottesfurcht. Und Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten oder das Nicht-Essen und Nicht-Trinken von demjenigen nicht braucht, der was tut, der nicht aufhört mit dem schlechten Reden und dem schlechten Handeln. Deswegen, was haben wir jetzt gesehen, für was ist das Fasten gut? Für Hunger und Durst oder für Gottesfurcht und darauf aufpassen, was man sagt und was man tut? Deswegen sollte jeder mit sich selber abrechnen im Ramadan und schauen, ob seine Taten und seine Worte der Gottesfurcht und dem Erhöhen der Gottesfurcht entsprechen oder nicht.